Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hatte mir alles irgendwie gerade ein bisschen Sorge gemacht. Die Einstellungen sind bei uns irgendwie gar. Bei uns vor allen Dingen, bei mir ganz komisch. Ich hoffe, es funktioniert alles. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Wir haben alles, was der liebe Doc möchte. Und er wollte. Was wollte er denn der Doc nochmal? Schauen wir noch mal ganz kurz nach. Sammelt die Materialien. Dreimal Titan. Na, dann geben wir das mal, Doc. Hier. Huch, du hast alle nötigen Materialien beisammen? Ausgezeichnet. Das ist alles, was wir brauchen, um Zeit zu. Ach so, alles, was wir brauchen. Zeit zum Erfinden. Ich dachte gerade, wir brauchen. Wir machen eine Zeitmaschine. Das war gerade irgendwie merkwürdig. Hi! Augenblick mal, Materialien für eine Erfindung zu sammeln ist sicher wichtig, aber vergiss ich die Opfergabe. Opfergabe? Yume, weißt du noch, als du Ignis am Vulkan ein Geschenk dargebracht hast? Eine Gabe repräsentiert die Dankbarkeit der Menschen in greifbarer Gestalt. Sie kann uns kurzzeitig Macht verleihen. Ja, die Erweckung der Göttin ist ein entscheidendes Ritual. Wir brauchen jedoch jeden Einzelnen. Verzeihung, dass ich dich belästige, aber kannst du bitte diese Gaben zusammentragen? Ja klar, was ist es denn? Ich hab doch eh alles. Alles nice, alles fresh. Ich bin doch hier cool drauf. Wir brauchen einmal Erdbeerchili. Das ist ein schrecklich wichtiges Ritual. Vermassel das nicht. Als ob ich hier irgendwie Erdbeerchili-Rituale vermasseln würde. Nee, das mache ich nicht. Ich bin nämlich Erdbeerchili-Profi. Ich kümmere mich um Doc. Wenn du noch etwas anderes, also Material sammeln musst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Okay. Gaben? Gute Sache. Das wird die Erdegöttin sicher freuen. Wir sind fast am Ziel. Mach uns stolz, Yume. Dieses Genicke von ihr immer. Einen Augenblick, bitte. Tut mir leid, ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber ich wollte mit dir über etwas sprechen. Dank deiner Arbeit an der Erweckung der Erntegöttin ist einer meiner lang gehegten Zweifel zur Gewissheit geworden. Ich wollte mir einen Augenblick Zeit nehmen, um dir zu danken. Als Archäologe habe ich zahllose Lande bereist und jede Menge verschiedene Dinge erforscht. In all dieser Zeit wusste ich sowohl von der Erntegöttin als auch von den Erntewichteln und ihren Ruinen. Und was die Erntegeister angeht, so hat mir eine Frau, der ich auf meinen Reisen begegnet bin, von ihnen erzählt. Obwohl ich die Erntegöttin und diese Geister nie gesehen habe, glaubte ich an ihre Existenz. Einfach nur, weil sie gesichtet worden waren. Oh, du jedoch bist anders. Denn du hast die Geister tatsächlich gesehen. Die Göttin und die Geister sind keine Lügen. Du hast sogar mein Bilderbuch gelesen. Man kann ein Bilderbuch lesen? Okay. Ich fühle mich eng mit dir verbunden. Und ich kann meine Freude kaum zügeln. Herrje, Yume, du kannst nicht aufhören zu grinsen, oder? Oh Mann. Dank dir blicken die Menschen wieder zur Natur und haben die Weisheit ihrer Ahnen wieder entdeckt. Die Göttin hat uns so lange so vieles geschenkt und wir haben es für selbstverständlich erachtet. Wir müssen von nun an für die Gaben dankbar sein. Ah, das Bilderbuch? Die Gaben der Göttin? Es hieß doch nicht Buch der Geheimnisse. So hat Doc es genannt? Wirklich? Der wahre Titel lautet Die Gaben der Göttin? Ach, das ist ein wirklich schöner Titel. Tut mir leid, du bist sicher sehr beschäftigt, aber ich musste dich das einfach wissen lassen. Naja, auch ich tue mein Bestes. Was? So stehst die Dinge doch zum Ende durch. Du stehst die Dinge bis zum Ende durch. Sei unbesorgt. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, besonders weil du es bist. Ich weiß jetzt nicht genau, was er jetzt von mir wollte, aber das war anscheinend nochmal ein wichtiges Gespräch. So, kann ich denn sowas wie Erdbeerchili herstellen? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt dieses sagenumwobene Erdbeerchili herstellen soll. Habe ich sowas überhaupt hier? Suppenfondue, ganz viel Fondue. Säfte?
Hibiskusmarmelade. Hibiskusmarmelade. Ich glaube, ich muss das Erdbeergelee irgendwo kaufen. Quiche? Reisbrot? Blütensalat? Ich glaube, wir machen mal ganz schnell eine Abstecher nach. Wo könnte das da geben? Ich glaube, in Kellesen würde ich sogar sagen, dass es das dort gibt. Aber wir gucken erstmal hier. Da-dam. Wenn sie nicht direkt vor meinen Augen despawnt, das wäre voll gemein von ihr. Und sie ist despawned. Danke, Spiel. Das ist manchmal so hart. Gut, wir müssen jetzt irgendwie dieses Erdbeergelee-Rezept kriegen. Ich guck mal, ob ich es vielleicht hier kaufen kann, im Restaurant, aber ich glaube eher nein. Muss ich mich da halt eben irgendwie so ein bisschen mal darum bemühen. Jumei, danke, dass du mir solche hochwertigen Zutaten gebracht hast. Ich habe noch eine Bitte. Dieses Mal möchte ich mich in der Zubereitung der regionalen Küche Salmiakkis versuchen. Ob ich dich wohl bitten dürfte, wieder mir ein paar Zutaten zu bringen? Ach, wirklich? Ach, du bist aber so hilfsbereit. Ich brauche zwei Trüffel, ja? Oh, bitte, bitte, danke. Okay, dann machen wir das, ne? Was gibt's denn hier noch so? Oh, was ist denn das? Rezepte für Süßkartoffelkuchen. 75.000. Jo, was geht? Oh Gott. Kürbiskuchen, Sahnekuchen. Wie teuer ist denn das? Warum ist das alles so unglaublich teuer? Ist das ein Pack? Oh mein Gott. Das ist, ne, Eiskaffee ist normal teuer. Aber der Rest, das ist ja, das ist ja, das ist ja Wucher, mein lieber Mann, ne? Anzeige geht raus, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Trüffelchen rankriegen. Bestimmt. Jetzt habe ich noch so ganz viel Zeug. Ne, mein Rucksack ist wieder voll mit lustigen Sachen. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt irgendwie an dieses sagenumwobene Rezept rankommen. Ne? Das kann ein bisschen heiter werden, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Hab ich jetzt halbwegs Platz? Ja, so. Der Trüffel wollte der nette Mann. Trüffel. Wo habe ich denn die hier, ne? Eins, zwei. Perfekt. Eins zu weit. So. Dann kriegt er seine Trüffelchen. Warum auch nicht? Oh, das nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Wassererdbeeren. Perfekt. So. Ja, weil es noch offen hat. Wir werden es herausfinden. Er hat noch offen. Guter Mann. Moin! Ja, bitte. Köstliche Gerichte aus Salmiakki. Ach, stimmt ja. Das habe ich ganz vergessen, dir deine Belohnung zu geben. Dies ist ein Rezept, das ich mir selbst ausgedacht habe. Es ist an die regionale Küche Salmiakkis angelehnt. Bitte probiere dieses Rezept und sag mir, ob es dem typischen Geschmack Salmiakkis trifft. Jo, regionale Rezepte gelernt. Nice. Sonst gab es aber jetzt nichts Besonderes, ne? Höchstens. Bohnensalat, Gemüsesalat. Das sieht alles noch relativ. Ach, hier hinten war ich. Deswegen war das so teuer. Herr Jemine. Hier hinten ist alles so teuer. Die ganzen neuen Sachen. Herrje. So, hallo Frau, die da sitzt und mich anguckt, erwartungsvoll. So, dann würde ich jetzt noch ein bisschen Zutaten sammeln gehen. Und dann gucken wir mal, wie ich an dieses Erdbeergelee komme. Ich versuche es erstmal selbst. Ich versuche das immer erstmal selbst. Das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass man da mal auch selbst mal versuchen sollte, was rauszufinden. Das ist so ein bisschen so diese Krankheit des Internets. Das ist super nervig. Das ist mir auch aufgefallen. Ich livestreame ja regelmäßig. Mein Twitch-Kanal ist auch in der Videobeschreibung ganz oben. Ich streame mehrfach die Woche und da plaudere ich sehr viel mit euch. Und was mir ganz oft auffällt, ist, wenn ich zum Beispiel Legend of Zelda hier, oh, wie heißt nochmal der neueste Teil? Der aktuelle Hauptteil, Reihenteil, der aber auch schon relativ alt ist. Breath of the Wild. Blind, ich habe das noch nie in meinem Leben gespielt und ich kann keine zwei Schritte laufen, ohne dass mir gefühlt 10 Leute immer sagen, wo ich was finden kann und was ich als nächstes machen soll. Ich meine, ich kann es verstehen, man kennt sich mit dem Spiel aus und möchte einer anderen Person helfen, aber mir wird da keine Luft zum Atmen gelassen. Also ich habe gar keine Möglichkeit, das Spiel selbst zu erkunden. Und man hat quasi als Zuschauer auch keine Möglichkeit, durch mich
das Spiel nochmal mit frischen Augen zu erleben, weil mir permanent gesagt wird, was ich zu tun habe. Das ist quasi, kennt ihr Twitch Plays Pokémon, wo im Chat geschrieben wird, wo der Charakter hinlaufen soll und er macht das? Das ist so ein bisschen so. Also ich spiele eigentlich immer einfach nur das Spiel nach, wie der Chat es von mir möchte. Ohne, dass ich selbst mal Fehler machen kann oder so. Weil, warum soll ich einen Fehler machen, wenn mir alle schreiben, dass es ein Fehler ist? Das wäre ja sinnlos. Also so, nein, da geh jetzt nicht hin, da stirbst du sofort. Und naja, genau. Und dann denke ich mir, okay, dann mache ich das natürlich nicht, weil ich weiß, dass es das ein Fehler ist. Aber es wäre viel lustiger, wenn man mich meine eigenen Fehler machen lässt. Und das ist ein kleiner Mini-Vortrag, random hier in diesem Let's Play versteckt. Deswegen, ich möchte halt eben auch erstmal versuchen, Sachen selbst rauszufinden. Wo könnte ich dieses Erdbeergelee herkriegen? Kriege ich das auf eine Side-Story-Quest? Muss ich das Ganze mal in einem der Städte hier kaufen? Ich weiß es nicht, aber... ein bisschen ausprobieren möchte ich selbst. So ein kleines, es ist halt eben auch dann so ein Erfolgserlebnis, was mir versagt wird, wenn es mir vorgesagt wird. Versteht ihr? Wenn ich selbst rumprobiere und es rausfinde, das ist halt eben ein super befriedigendes Gefühl. Aber wenn mir eh alles gesagt wird und ich schaue das nachspiele, was mir vorgesagt wird, das ist dann irgendwie trostlos. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte gerne auch selbst Dinge in Spielen herausfinden. So, ich geh jetzt mal ins Bett. War ein erfolgreicher Tag. Und ich brauche nach wie vor das Erdbeerchili. Schauen wir mal. Was? Ja? Hey Yumi, ich muss dir schon einen kleinen Gefallen bitten. Ich brauche 2 Bronze. Du schreibst. Wir sehen uns doch derzeit täglich, Bro. So, was haben wir denn hier? Oh, 3 Briefe. 2 Opale möchte Cursey. Wenn sonst nichts ist. Doraden, Doraten, was ist das denn? Bestimmt irgendein Fisch. Zweimal Cursey-Milch. Die wollen ja hier alle wieder ordentlich was haben von mir, ne? Keine Sorge, es ist genug Yume für alle da. Oder sowas in der Art zumindest. So. So, alles klar. Dann gucken wir nochmal nach den Tierchen und dann schaue ich mal, wie ich eventuell irgendwo was in Richtung Erdbeermarmelade auftreiben kann. Das wäre doch wunderbar. Ei, ei, ei. Ju, ju, ju. Mi, mi, mi. Was macht ihr denn da? Ihr lauft alle gegeneinander. Solltet ihr vielleicht nicht tun. Ist vielleicht nicht so gesund. So. Dann los geht's. Oh. Yeah. Wird hier weggeschoben von Sean. Sean schiebt mich durch die Seite. Muuuuh. So, jetzt auch hier nochmal. Rusch, rusch, rusch. Make, make, make. Schönen Tag noch. Tschüss. Und so. Tschüss. La, la, la. Gucken wir mal, was hier noch abgeht. Na, ihr beiden. Kriegt auch gleich euer Fett. Euer Essen. Euer Futter. Fetten. Es war irgendwie so. Es war halt eben so zwischen Essen und Futter. Es war Fetten. Fetten. Essen, Futter, Fetten. Fessen. Etten. Futter. Ich weiß nicht. Ich habe einfach das Wort Futter und das Wort Essen jetzt irgendwie verwechselt in meinem Kopf. So. Perfekt. So. Fein. Noch sauber machen. Okay. Haben uns hier schon mal um alle Tierchen gekümmert. So, ihr dürft auch alle raus. Und fertig. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie Erdbeer-Gelee-Rezepte irgendwo herkriege. Oh. Sieht ja wieder mal formidabel aus. Das muss ich natürlich alles mitnehmen, ne? Blim. Gut, dann gucken wir erstmal, wie gesagt, bei Callison. So. Erdbeergelee. Hat jemand Erdbeergelee? Ich brauche Erdbeergelee. Wie gehen wir in den Laden? Ich glaube nicht, dass wir es da finden, aber man kann da mal alles abgehen. Ich gehe ab. Kartoffeln und rote Rüben. Das war's.
Das ist traurig. Schönen Tag noch, Laden, Herr Ladenbesitzer. Oh, hallo, kleines Häschen. Es geht. Muss natürlich noch mitgeknuddelt werden. So. Gucken wir mal hier bei Samantha. Die ist doch hier eigentlich, oder? Ja, da habe ich sie gesehen gerade. Romana-Salat. Ja, warum auch nicht? Hi. Oh. Die Waren, die ich daraus hergestellt habe, haben mich in der Gegend berühmt gemacht. Also habe ich mich gefragt, ob du vielleicht einen Auftrag übernehmen könntest. Wirklich? Oh, das ist perfekt. Ich hätte bitte 4 Edelweiß. Danke, ich zähle auf dich. Okay, Edelweiß, aber... Okay, sie verkauft mir gar nichts. Sie möchte nur Edelweiß. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie da keinen Stand hat. Da besorge ich ihr mal 4 Edelweiß. Random. Die müssten hier drin sein. Die weißen Edelweiß. Wo sind sie denn? Das wird sowas hier sein, ne? Da. Ich hoffe, die reichen. Wie viel wollte sie nochmal? Ich hoffe, ich habe genügend. So, ich guck mal direkt. Ups, nein. Halt, stopp hier. Ich guck mal hier. Kann ich sie auch hier ihr das Edelweißzeug geben? Wo ist sie denn da? Hi. Willkommen, junge Dame. Erdbeerchilet. Wie did it? Das ging einfach. So, aber gegen Edelweiß bin ich jetzt gerade verunsichert. Händler. 4 Edelweiß. Oh, eine mehr bräuchte ich. Ups. Egal, wir können auf jeden Fall jetzt Erdbeerchili herstellen. Oh, yes. I did it. I did it. Ich bin happy. So, habe ich den Erdbeeren bei mir. Kaffeebohnen. Kakao. Kirschen. Ganz viel Kokosnussis. Muschlis. Pilze. Ich habe sehr viel bei mir. Und natürlich auch Erdbeeris. Und auch diese komischen Wassererdbeeren. Aber schaut, dass ich den auch Erdbeerchili machen kann. Wir probieren es mal. Hier, Erdbeerchili. Nee, gehen doch normale Erdbeeren, oder wie? Ah, nee, Wassererdbeeren gehen auch. Jetzt habe ich ganz viel Erdbeerchili hergestellt. Hol die Erfindung von Dr. Junior. Ja, okay. Bin ja schon dabei. Gucken wir mal. Herr Dr. Junior. Oh, das nehme ich auch noch mit. Juhu. Mäus, 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 Mäus. Da. Right in time. Ich schaffe es. Hallo. Das ist alles, glaube ich. Ja, Junge, überlass den Rest einfach dem alten Doc hier. Ich krieg das schon hin. Entschuldigung. Ich bin ganz verunsichert. Hol. Es schaut so aus, als würde die Fertigstellung der Erfindung von Dr. Julian eine Weile dauern. Bitte warte, bis sie fertig ist. Was? Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen dabei mal was anderes. Wir gucken mal, wo ich Edelweißsaat herkriege. Suchen. Also, meiner Recherche zufolge gibt es auf der ganzen Welt keine Edelweißsamen. Wahrscheinlich jedenfalls nicht zu dieser Uhrzeit. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. No, no, no. Dann laufen wir noch ein bisschen rum und sammeln was ein. Macht eher am meisten Spaß. Ich weiß nicht, ich bin eben so ein kleiner Sammler, ne? Muss mal gucken, wann wir hier an unsere Edelweißsamen herankommen. Dong, dong, dong. Da habe ich nochmal standardmäßig... Genau. Dankeschön. Einmal Reissamen. Kann ich alles noch schnell anpflanzen. Can't wait. So. Ah, oh, das war gut versteckt hier, ne? Gerste. Gute alte Gerste.
Und noch mehr Weizen. Nehme ich gerne. So, der Lotus. Ist hier noch was versteckert? Nee. Was haben wir hier? Das war eigentlich auch nichts Besonderes, ne? Schade. Nehmen wir auch noch mit. Ich laufe die ganze Zeit meine chinesische Zwergwachtel rum. Die ist ganz aktiv und direkt neben dem Bildschirm läuft die ganze Zeit hin und her und beobachtet immer, was ich mache. Wenn ich immer gucke, da versteckt sie sich immer schnell im Dickicht. Hi. Sie macht immer den Kopf lang. Der kleine Sam, so heißt er. Er ist so süß. Richtig putzig. Haustiere machen das Leben, glaube ich, um einiges besser. Finde ich jedenfalls. So ein Haustier, das ist schon mal sehr erfrischendes. Okay, gucken wir mal. Oh, die ist auch noch ein bisschen satt. Gut, ich hoffe, dass die spawnt jetzt nicht sofort. Nehmen wir noch das hier schnell mit. Zack. Hab ich dich. Juhu, Reis. Gucken wir mal hier drüben. Ob hier nochmal was Besonderes ist. Da ist noch was. Das nehme ich natürlich auch direkt mal mit. Was haben wir denn da Schönes? Nochmal Gerste, das ist ja ganz wunderbar. Und hier ist auch noch was. Nochmal Gerste. Und was haben wir hier? Spinat. Na, irgendwie so special ist das hier gar nicht, habe ich den Eindruck. Hier war da gerade noch was. Ich habe es gerade gesehen. Schade. Ah, aber hier ist noch ein Trüffel. Den nehme ich natürlich gerne mit. So. Haben wir noch was anzupflanzen, dann müssen wir noch warten, bis der Doggy Boy fertig ist. Ich kann vielleicht auch hier ein bisschen was verkaufen. Und zwar Gelee. Bringt gar nicht mal so viel, ne? Voll traurig. Gut, jetzt muss ich auf jeden Fall noch ganz viel anpflanzen wieder. Ich habe ja hier einiges an Saatgut wieder zusammengesammelt. Macht mir aber irgendwie auch Spaß. Ich mag das ganz gerne. Ich habe nur ein einziges Mal Gras gefunden. Ich muss echt aufpassen wegen Futter und allem auch. Erster. Ah, Mist. Ah. So. Und nochmal. Und nochmal. So. Jetzt haben wir uns in der Wachtel rübergucken. Ich muss damit aufhören. Okay, ich gucke auch gerade. Die Folge ist eigentlich eh schon fast rum. Ich bin eh gerade fertig geworden. Ihr mir die ganze Zeit zuguckt, wollte ich sagen. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob morgen der Doc fertig ist. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und vielleicht geht's morgen ja voran. Schauen wir mal. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.